Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tiger Knight. Heute spielen wir mal auf einer Karte, auf der ich schon sehr lange nicht gespielt habe. Ich glaube, darauf habe ich meine erste Schlacht geschlagen. Aber irgendwie ist die Kartenauswahl nicht ganz zufällig. Also man spielt auf manchen Karten sehr oft, auf manchen sehr selten. Finde ich jedenfalls etwas seltsam und auch ein bisschen schade, denn es gibt schon so einige Karten, die man aber so fast nie sieht. Ich habe wieder die iberischen Schwertkämpfer dabei. Ich bin inzwischen ziemlich fest davon überzeugt, dass sie eine sehr gute Einheit sind. Oder ich hatte einfach zufällig so einige gute Runden mit ihnen. Ich warte erstmal auf meine Verbündeten. Ja, da ist ein Spieler, der will uns vielleicht locken. So, da haben wir Legionärseinheiten. Na, da sind sehr viele Gegner. Ja, der Typ kommt hier in die Nähe. Achso, das ist ein Adjutant. War das vorhin auch ein Adjutant? Na, die römischen Einheiten haben natürlich auch die Ansturmsfähigkeit. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich da direkt rein will. So, aber jetzt scheinen sie nicht auf mich konzentriert zu sein. Also lasse ich meine Leute mal reinstürmen. Sehr schön. Und soweit ich weiß, richten die Legionäre im Nahkampf auch nicht so viel Schaden an. Ich weiß jetzt nicht, ob meine mehr anrichten. Könnte aber gut sein. Ja, die stecken wirklich viel ein. Okay, da ist zumindest einer weg. Ich muss mal den Spieler töten, bevor er zu viele Einheiten von mir tötet. Ich glaube aber, das ist eine KI-Einheit. Das sieht man meistens am Namen. Das sind so immer ganze Namen. Also Vor- und Nachname. Ich habe immer noch 30 Leute. Die sind aber leider woanders. Deswegen rufe ich sie mal. Lass sie mal hier diesen Ort verteidigen. Ich führe noch einen Ansturm aus. Dann kümmere ich mich hier um die Bogenschützen. Denn die schießen meine Leute zusammen. Ja, jetzt setzt er hier diese Krähenfüße. Das macht nichts. Ja gut, wenn er das so haben will, dann... Ja, jetzt kann ich die Fähigkeit gerade nicht einsetzen, aber... Ja, ich muss zumindest einen Spieler hier töten. Bevor ich abhaue. Ja, der Typ hier will einen Zweikampf. Ich weiß nicht, ob er das wirklich gut für ihn ausgehen wird. Okay, jetzt sollte ich vielleicht weg. Puh. Ich habe immer noch einige Leute. Warum fokussiert er sich auf mich? Ich lasse einfach meine Leute irgendwo durchstürmen und hoffe, dass sie die Gegner ein bisschen stören können. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf die Soldaten. Aufgrund der Bogenschützen ist es etwas schwierig, jetzt hier die Spieler zu fokussieren. Boah, Alter, wie viel stecken die ein? Das ist auch noch ein Söldnerposten. Okay. Es gibt gerade leider keine. Ah, da drüben ist einer von uns. Ich muss ihm helfen, wenn ich es kann. Ja, ich glaube, es geht. Sehr schön.
Ja, anscheinend haben wir hier doch gewonnen. Obwohl ich meine Einheiten jetzt nicht so gut eingesetzt habe. Ich habe sie, ja... Ich habe wieder mal nicht so richtig drauf geachtet. Aber es hat trotzdem geklappt. Jedenfalls fürs Erste. Doch, ja, die meisten Gegner sind schon besiegt. Ich glaube, wir können uns jetzt in die Offensive wagen. Ja, ich versuche gerade zu erkennen, wer da wer ist. Aber aus dieser Entfernung kann man das leider nicht. Ja, die Römer halten wirklich sehr viel aus. Jawohl, das war ein weiterer Spieler. Der ist jetzt auch weg. Oh, ich habe den eigentlich geschlagen, aber er konnte trotzdem auch seinen Schlag ausführen. Oh, gut. Er hat von mir abgelassen. Ich war gerade ziemlich... Nein! Ich wollte ihn nur daran hindern, hier seinen Typen wiederzubeleben. Ja, ich glaube, der ist gleich weg. Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen. Ah, er ist rausgelaufen. Ach, ist mir egal. Ich töte währenddessen noch einige Soldaten. Ja, vielleicht sollte ich jetzt wieder meine Schläge etwas besser aufladen. Aber ich denke, wenn man einfach schnell schlägt, dann richtet man mehr Schaden an. Alles klar. Gut, das war wieder mal eine sehr schnelle Schlacht und eindeutig. Ja, manchmal läuft das so. Ich hoffe, euch hat die Schlacht gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, euer Hannibal.